Liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt es? Far Cry Primal natürlich, sorry. So, wir machen heute weiter mit unserer nächsten kleinen... mit einer nächsten kleinen Quest. Jetzt muss ich gerade noch... Okay, wir haben Hardouts gefunden, warum? Ne? So, wir gehen mal da hinten hin, weil irgendwo da hinten ist... Und uns ein Ziel angezeigt. Warum auch immer das halt Ziel da hinten angezeigt wird. Was hab ich denn da markiert? Das ist der Anführer der Angriff. Okay, das ist das da. Das ist so eine Nebenquest, wie auch immer. Ich würde mich gerne dann langsam auch da mal anfangen. Wo gerade Handwerker, damit wir die Kralle kriegen können. Aber wir haben noch eine kleine Nebenquest bekommen vorher. Die werde ich auf jeden Fall jetzt auch schnell machen. Wir gehen auch in die falsche Richtung. Ich muss eigentlich da hoch irgendwo. Machen wir das doch mal. Schleich von Zahn an. Guck uns mal an, was da noch ist. Ich weiß, dass da Feind ist. Meine Fresse, sind wir mal gut. Gut gemacht, Hundi. Headshot. Eigentlich war der Plan an einer. Moment, ich muss gerade mal über die anderen der beiden Leichen, zumindest eine davon, sich suchen. Und ja. Ich meine, das waren jetzt drei Leute, die bei ihm auf uns zukamen, ne? So. Anders. Jetzt gehen wir nämlich von der anderen Seite ein bisschen ran. Dann flankieren wir die Jungs mal von beiden Seiten. Headshot. Oh, was ist denn der? Tot oder was? Kann ich gar nicht suchen. Okay. So, was wollen wir jetzt machen hier? Holzfäller haben wir nicht gesucht. Ja, die haben wir jetzt gefunden natürlich. Was soll denn hier machen? Ah, hier unten ist noch was. Ein Windereignis abgeschlossen, okay. Ein Rosett nehmen. Na gut. Gut, gut, dann... So, eigentlich war das jetzt ein anderer Plan. Krieg ich, glaube ich, da. Ach komm, wir holen jetzt die Leuchtfeuer da oben schnell noch. Weil wenn ich einmal schon unterwegs bin, ihn. Ist das der noch? Ah, dann von uns okay. Dann machen wir das doch auch direkt. Was?
Ja, schrei nicht. Schrei nicht so rum. Ich war eigentlich mal auf meinem Weg unterwegs. So, das war das. Was wieder. Und das meine ich gerade, das ist ein bisschen nebenbei Zeugs. Den hole ich mir. Ja, ist gut. Feines Kätzchen. Wunderbar, wir haben eine Bestie. So, und jetzt holen wir uns. Einmal du und einmal du. So. Und vor allen Dingen haben wir eine Katze. Vor allem habe ich mir jetzt gerade eine Dings geholt. Ja gut, Hühnchen. Das Kätzchen hat jetzt natürlich gerade. So. Wunderbar. Und dann haben wir nämlich auch das Gute. Wir haben jetzt eine was, Leopard oder Gepard, wie auch immer. Eine Raubkatze mit an Bord. DH, wir haben etwas Gefährliches da. Jetzt holen wir uns nämlich das Leuchtfeuer da oben noch. Guck ich mal auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, okay. So, danke, Kätzchen. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Und wieder haben wir ein Leuchtfeuer geholt. Mit 400 Erfahrungspunkte. Immerhin bekommen wir noch 400 Erfahrungspunkte. 4 von 60 haben wir jetzt ein Viertel der Leuchtfeuer mal in dieser Karte, in Orus geholt, liebe Leute. Jawohl, ja. So, wo ist meine Karte, mein Tierchen? Meine Bestie? Wo ist mein. Komm her, kleiner Mann. Komm her. Mr. Katja. Ach, komm mal her jetzt. Bisschen heil. Hier, nimm mal das. Ja, hab ich dir gut gemacht. Bisschen feines Kätzchen. So. Gut, dann haben wir den nächsten. Dann haben wir den nächsten Leuchtpunkt, bzw. den nächsten Wegpunkt uns geholt. Das ist immer gut. So, jetzt muss ich mal kurz wieder suchen noch, weil ich weiß nicht, was der noch so hat. Und da unten war noch was. Das machen wir auch noch. Komm. Also, wenn ich ehrlich bin, räume ich mal hier so ein bisschen nebenbei auf. Was haben wir denn hier? Hier müssen wir, glaube ich, auch noch irgendwas töten. Du tust da eben, komm. Dankeschön. Und der nächste von uns. Tot.
Oder auch tot. So, ich gehe mal nochmal wieder ein bisschen Holz sammeln. Oh, ein Wölfchen. Ich bin jetzt mit dem Leopard da gibt halt noch immer. Ich bin damit tatsächlich jetzt. Komm her jetzt! So, okay. Nochmal herstellen. Zack. Wo bist du? Sieht nach einem Leopard aus. Okay. Fein, jetzt geht's hin. Was ist jetzt gerade lang gelaufen? Ach so, das sind Wölfe. Okay. Nichts Dramatisches. Greifen die jetzt gerade. Was sind Linkshunde? Ja. Komm hier. Ach so, da kommt wieder irgendwas angelaufen. Ja, scheiße. Egal. Den Fall muss ich mir mal so holen. Was ist denn der? Bin ich im Baum gerade hängen geblieben? Naja, ist nicht dramatisch. Ich glaube, wir haben hier noch genug. Wir könnten noch genug Holz sammeln. Kommt wieder irgendwas? Ach, Leute, gib mir. Komm. Versuch's jetzt gar nicht. Und hier ist nochmal Holz. Ich weiß nicht, irgendwas sieht uns gerade dort. Hab ich das Gefühl. So, was haben wir denn hier markiert eigentlich gehabt? Was habe ich mir denn da markiert? Ach, das Ding, ja, okay. Alles gut. Gut. Okay. So, was Außenposten. Dann machen wir diesen Außenposten. Dann machen wir den Außenposten hier, würde ich sagen. Das wir den zumindest auch mal haben. Was haben wir denn bekommen wir denn für mittlere Bewohnerdorf, Rohstoff, besonders rohbesüchtig, technische Reiselage. Okay, das ist wunderbar. Das kriegen wir das auch hin. So, dann haben wir dann als nächstes den Wegpunkt. Ich muss mir gerade mal gucken, wo der überhaupt ist. Der ist, ich stehe gerade nicht mal. Habe ich den gerade demarkiert? Ne, habe ich nicht. Okay, da lang geht's. So, dann schwimmen wir ein bisschen noch. Gut, dass die Katze schwimmen kann. Okay, dann kann man da nicht weiter. Das ist jetzt blöd. Das heißt, ich hätte eigentlich jetzt gedacht, ich nehme jetzt manchmal die Abkürzung, aber irgendwie schon mal nicht. Ja, wir sollten die Kletterkralle. Freischalten langsam. Der findet jetzt auf dem Weg hierher, oder? Die beiden Dinger noch mitnehmen. Dann machen wir uns das Step by Step wieder auf, weil irgendwie brennt es hier wieder komplett alles. Oh, ich fühle mich. Was hat es gerade wieder gesehen? Schon wieder irgendwelche random Aktivität gerade. Holz mitnehmen. Das ist sowieso. Genau.
Klar drauf. Schön. Bereut, wollte gerade sagen. Die zwei haben. Da kommt wieder was mehr angelaufen. Hau da von mir. Sonst mache ich euch aus Futter. So, weiter geht's. Schiff. Wollen wir mal gebrauchen. Ein Außenposten. Außenposten sind manche Lager, die von feindlichen Stämmen kontrolliert werden. Über sie alle, um Oros zu einem sicheren Ort für die Venia zu machen. Über Außenposten können dann schnelle Reiseziele im Kartenmenü ausgewählt werden. Sie geben den Zugriff auf den Belohnungslager und mit der Verwunder schließen sich an, ja. Nach der Überwachung des Außenposten werden die Rohstoffe des Feindes in ein Belohnungslager geschickt. Du kannst damit die Hütten in deinem Dorf verbessern. Das ist immer gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diesen Außenposten mal ausnehmen. Die Frage ist, wie viel sind denn da an Feinden drin? Das müssen wir auf jeden Fall gleich mal rausfinden. Gucken wir uns mal auch mal an, ein bisschen, damit wir ein bisschen wissen, was wir so zukommen. Gerade. Ich dachte mal, ob ich mir einfach angreifen soll, einen. Komm. Patz! Der ist schon mal tot. Oder wir warten einfach die Zeit ab. Wir haben nämlich gerade einen mitgenommen. Einen haben wir geholt mit der Eule. Wir wollen nicht jetzt die Jungs Nachschub holen, ne? So, ich scheine allein zu sein. Eigentlich war das nicht geplant in dieser Folge noch. Na komm, jetzt machen wir es aber zu Ende. Manuica!
Haben wir es auch geschafft. Patsch, der ist auch tot. Oder mit war das? Der letzte, wir haben den Außenposten befreit. Eins war das Außenposten. Außenposten Obert, eins von 15. Und da war kein. So. Kein Alarm ausgelöst. Wunderbar. Das heißt, wir haben alles souverän gemacht. Wir haben neue 6 Bevölkerung. Wir haben 35 mittlerweile. Feinanzünder, okay, das war das andere. Das heißt, wir haben alles geholt. Und das war sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, dass wir den Außenposten mitgenommen haben. Gut, aber jetzt würde ich mal sagen, wirklich machen wir mal hier Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Bei Let's Play Far Cry Primal und dann machen wir den weiter hier mit dem Venya-Ereignis. Da müssen wir dann irgendwann auch mal wirklich anfangen, hier weiterzuarbeiten. Ne? Das war dann mal wirklich diesen Handwerker irgendwann holen. Wir werden auch langsam Step by Step größer. Da ist nämlich der nächste Außenposten hier unten nämlich. Das können wir nämlich auch danach machen. Vielleicht in der nächsten Folge. Ich weiß es noch nicht. Aber wie gesagt, jetzt machen wir es mal Feierabend. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin und tschüss.